Mein Eindruck ist, dass wir in den Medien nur eine Seite der Medaille des Spitzensports sehen. Und mein Antrieb ist es, und ich finde, das gehört einfach aus meiner Sicht zum vollständigen Bild, wenn man journalistisch unterwegs ist, die andere Seite der Medaille zu zeigen, die man nicht so leicht erkennen kann. Und es gibt viele Stakeholder, viele, wenn man so möchte, Gesellschafter im Spitzensport, die das System am Laufen halten, die nach meinem Dafürhalten über Jahrzehnte kein Interesse daran gehabt haben, weil es eben der Win-Win-Situation des Spitzensports widerspricht, auch über diese Medaillenseite zu sprechen. Und genau das versuchen wir zu tun, sodass der Zuschauer ein ganzes Bild von dem haben kann, was im Spitzensport passiert. Es wird sehr viel unter der Decke gehalten. Und das ist ja inzwischen auch durch die Recherchen nicht nur von uns, sondern auch anderer Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren sehr offenkundig geworden, sodass sich das Bild des Sports in der Öffentlichkeit nach meinem Eindruck verschoben hat und realistischer geworden ist. Es gab auch damals schon Dinge, die mich nachdenklich gestimmt haben, bei denen ich mich fragte, wird uns hier ein X für ein U vorgemacht? Das gab es schon, aber die Motivation kam eigentlich von woanders her. Ich war immer politisch interessiert und habe den Sportjournalismus handwerklich begriffen als eine Sache, die unglaublich viel hilft, professionell auch Dinge zu transportieren in der Öffentlichkeit. Es hat einem Sprachsicherheit und Textsicherheit und vieles andere vermittelt. Aber ich finde, auf die Dauer, und ich mache das jetzt inzwischen über 30 Jahre, dass ich im Sportjournalismus unterwegs bin, gibt es Dinge, die sich ständig wiederholen, die immer gleich sind. Und ich bin dazu auch kein Fan. Ich war noch nie Fan im Sport, auch wenn manchmal vielleicht Leute den Eindruck gehabt haben mögen. Ich war interessiert an Sport, ich war an den Phänomenen des Sports interessiert. Und ich finde, viele Dinge, die im Sport passieren, die lassen sich halt nicht so einfach erklären, wie es häufig in den Medien passiert. Und weil mich halt Politik interessiert hat, weil mich Hintergründe interessiert haben und weil ich finde, dass Sport ein Kulturgut in der Gesellschaft ist, das ganz häufig missbraucht und benutzt wird für rein profitorientierte Zwecke, hatte ich von vornherein auch so einen etwas anderen Zugang dazu. Und das erklärt, weshalb ich auch schon vor 20 Jahren mich mit solchen Dingen beschäftigt habe. Vor 10 Jahren hat man dann in der ARD gesagt, dass meine Kritik zumindest damals nicht mehrheitsfähig gewesen ist. Es gab einige, die das gar nicht gut fanden, dass ich da den Finger gehoben habe. So war es dann so, dass ich nicht mehr Schwimmkommentator war. Aber am Ende muss ich sagen, war es eine dialektische Fügung. Und ich habe mich eigentlich jetzt, muss ich sagen, mit Abstand doch eher gefreut darüber, dass ich dann irgendwann quasi nur noch Dopingberichterstattung gemacht habe. Das macht mir erst einmal viel mehr journalistisch Freude. Das befriedigt das, was ich eigentlich im Journalismus möchte, deutlich mehr. Und ich bin überhaupt nicht unglücklich darüber, dass ich heute eine andere Art von Journalismus betreibe als damals. Ich erwarte, dass es dort Doper gibt, aber ich erwarte nicht, dass die Dopingfälle aufgedeckt werden. Das ist ja ein kleiner Unterschied, denn wir haben ja in den letzten Jahren doch deutlich gemerkt, dass das, was an Doping passiert, nichts mit dem zu tun hat, was bei Dopingtests herauskommt. Der Fall Russland ist ein markantes Beispiel dafür, dass über einen langen Zeitraum offensichtlich in großem Stil manipuliert worden ist, dass es Cover-up, dass es Vertuschung von Doping gegeben hat und keiner hat es so richtig mitbekommen. Zumindest hat keiner Belege dafür vorlegen können. Das ist jetzt anders. Es gibt Studien, die belegen, dass viel, viel, viel mehr, dutzendfach mehr oder noch viel mehr Doper unterwegs sind, als im Spitzensport am Ende auch an Fällen ermittelt werden kann. Insofern ist es eine ganz, ganz, ganz große Grauzone. Und natürlich wird es auch in Pyeongchang Leute geben, die mit Doping unterwegs sind. Aber die Frage ist, ob am Ende auch nur ein einziger Fall rauskommt. Denn wer bei Wettkämpfen manipuliert und nicht im Training, sondern direkt vor Ort, der weiß natürlich, dass es ein vergleichsweise engmaschiges Netz von Kontrollen gibt. Und wer dort dopt, der gehört eher zu denen, die vielleicht nicht zu den intelligentesten gehören. Wer intelligenter dopen will, der tut das meistens außerhalb des Wettkampfes. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem, dass Sport im Journalismus ganz häufig als Entertainment-Produkt aufgefasst wird. Die schönste Nebensache der Welt, der Zuschauer, der Leser, der Hörer, der sich dafür interessiert, wie denn seine Mannschaft gerade gespielt hat oder wie sein Athlet denn gerade unterwegs ist im Wettkampf. Und das lenkt ein Stück weit davon ab, dass der Sport halt auch andere Seiten hat. Und ich würde es begrüßen und wichtig finden, wenn im Sportjournalismus
man nicht nur die ergebnisorientierte Berichterstattung in den Vordergrund hieft oder die personenorientierte, dass wir vielleicht ein Stück weit wegkommen von diesem Heldenstatus, den wir dort ja häufig erleben, der dort quasi zelebriert wird. Und dass wir einfach den Sport als klassisches Berichterstattungsgebiet genauso begreifen wie die Politik, mit allen Hintergründen, mit allen Oberflächlichkeiten, mit allem, was dazugehört. Dass das sich nicht so gut verkaufen lässt, womöglich, wie spektakuläre Erfolge, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Frage ist halt nur, was ist die Aufgabe von Journalismus? Ich weiß, dass Recherche teuer ist, Recherche kostet viel Geld, das erleben wir ja selber bei uns in der ARD. Aber ich kann mir zumindest wünschen und würde es für sinnvoll halten, dass in Medienunternehmen die Bereitschaft wächst dafür, und das ist ja nicht nur ein Thema, was den Sport umhertreibt, sondern auch andere Bereiche des Journalismus, mehr Geld, mehr Personal in Recherche zu stecken, weil das auch eine Kernaufgabe oder gerade die Kernaufgabe des Journalismus ist, abseits von der Betrachtung oder Schilderung dessen, was wir mit unseren eigenen Ohren und Augen vermittelt bekommen. Denn das ist, wie gesagt, manchmal nicht das, was wirklich im Sport abgeht.